Der Tiergarten Schönbrunn in Wien ist der älteste noch bestehende Zoo der Welt. Eröffnet wurde er nämlich bereits 1752 und entsprechend reich ist die Historie des Zoos, der im Übrigen auch Teil des UNESCO-Weltkulturerbes Schönbrunn ist. Für die Dramaturgie des Videos könnte ich jetzt so Dinge sagen wie: Aber liegen die besten Zeiten des Tiergartens schon hinter ihm? Ist der Zoo jemals in der Moderne angekommen oder ist hier alles veraltert? Aber den Quatsch kann ich mir sparen, denn der Tiergarten Schönbrunn gilt heutzutage vollkommen zu Recht als einer der besten Zoos Europas. Doch bevor ich ausführe, warum auch ich das so sehe, zunächst einmal einen ganz lieben Dank an unsere Patreon-Unterstützer, die dieses Video überhaupt erst möglich gemacht haben. Aber genug der langen Vorreden, legen wir los mit dem Zoo-Eindruck, denn hier gibt es wirklich einiges zu sehen und etliche Highlights. Und das wird schon direkt hinterm Eingang klar, denn dort liegt auf der linken Seite das Koala-Haus. Denn auch wenn die fluffigen Koalas den ganzen Tag eigentlich nicht viel mehr machen, außer schlafen und Eukalyptus fressen, sind sie halt doch für die meisten Menschen ein echtes Tierhighlight. Das Haus bietet dabei Standard-Innenanlagen für Koalas, aber die gestalterische Aufmachung drumherum gefällt mir sehr gut. Und als wären Koalas für den Anfang nicht spannend genug, liegt direkt hinter dem Koala-Haus die Anlage der großen Pandas. Eine weitere Art, die im Grunde nichts anderes macht, außer fressen und schlafen. Und gerade deshalb haben wir uns natürlich sehr gefreut, einen Eindruck ihrer Kletterkünste zu bekommen. Die Anlage der Pandas mag auf den ersten Blick vielleicht ein wenig unspektakulär erscheinen. Von der Optik und dem Drumherum kommt die Anlage nicht an den Pandagarten in Berlin heran, wo alleine die Pagode ein echter Hingucker ist. Und die Innenanlage ist auch keine künstliche Grotte wie in Paradisa. Aber all das ist ja auch nur nette Kulisse für die Besucher. Und den Pandas selbst bietet man auch in Schönbrunn zwei sehr gut strukturierte Außengehege, die dicht bewachsen sind und den Pandas auf insgesamt 1015 Quadratmetern alles bieten, was sie brauchen, um ihr natürliches Verhalten ausleben zu können. Auch die Innenanlagen sind eher schlicht gestaltet. Man kann die Tiere aber auch hier sehr gut durch Glasscheiben beobachten und zudem kann man sich hier wunderbar zu den Tieren informieren. Und zu guter Letzt sollte man noch erwähnen, dass in Schönbrunn seit 2007 5 Jungtiere auf die Welt gekommen sind, also man züchtet hier durchaus sehr erfolgreich. Für uns gab es allerdings Nachwuchs bei den Giraffen zu sehen. Deren Außenanlage liegt vom Eingang aus gesehen gegenüber der großen Pandas. Und ich werde zwar nicht müde zu betonen, dass ich große Gemeinschaftssavannenanlagen, wo Giraffen mit zahlreichen Arten zusammenleben können, immer bevorzugen werde, aber über die Haltung der Giraffen in Schönbrunn kann ich nichts Negatives sagen. Vor allen Dingen wegen dieser fantastischen Laufhalle. Denn Giraffen gehören zu den Tieren, die man im Winter, je nach Wetter, auch mal längere Zeit drinnen behalten muss. Und wenn das heißt, dass die Tiere dann nur in kleinen Boxen bleiben können, ist das natürlich eher unschön. Und deshalb habe ich mich extrem gefreut, hier in Wien eine derart große und moderne Laufhalle für Giraffen zu sehen. Und ihr seht schon, man kann die Tiere hier auch sehr gut beobachten, zum einen eben vom Boden aus, aber es gibt auch eine höhere Ebene, wo man dann mit den Tieren mehr oder weniger auf Augenhöhe sein kann. Die Giraffen können sich aber auch zurückziehen, denn sie haben hinten hinaus auch noch mehr Platz, der nicht einsichtig ist. Ich muss also wirklich sagen, das hier ist vermutlich die beste Innenanlage, die ich jemals für Giraffen gesehen habe. Ich wünschte, mehr Zoos würden sich hier ein Beispiel dran nehmen können. Und damit beide Daumen nach oben für den Giraffenpark, zu dem ich abschließend nur noch erwähnen muss, dass auch Hornraben hier als Mitbewohner der Giraffen gehalten werden. Ein paar weitere Vogelarten wie die Keas findet man dann direkt hinterm Giraffenhaus in sehr schön aufgemachten Volieren. Dann führt der Rundweg durch eine Unterführung in einen kleinen, abgetrennten Bereich des Zoos, wo mit den Orang-Utans die einzigen Menschenaffen des Zoos leben. Der Zoo bezeichnet dabei das Haus als denkmalpflegerische Sensation, denn das ist das erste Palmhaus, das im 19. Jahrhundert unter Kaiser Franz I. erbaut wurde, dann revitalisiert wurde und seit 2009 den Orang-Utans als Innenanlage dient. Hier kann man die Tiere durch eine Glasscheibe wunderbar beobachten,
aber auch ihre Außenanlage ist beachtenswert. Seit der Umgestaltung im Jahr 2021 bietet man den Orang-Utans hier nämlich wirklich sehr tolle Klettermöglichkeiten mit zahlreichen großen natürlichen Baumstämmen und unzähligen gespannten Seilen. Es ist ein toller Anblick, wie ich finde, der sich auch einfach sehr schön in das Drumherum einbettet. Aber das wahre Highlight hier war für uns der Nachwuchs. Denn die kleine Kendari war bei unserem Besuch keine 3 Monate alt. Und ihr seht ja, entsprechend niedlich war sie auch. Und es war auch einfach so herzerwärmend zu sehen, wie ihre Mutter Sari sich um die Kleine gekümmert hat und wie sie sie auch angesehen hat. Also da hat man die Mutterliebe auf jeden Fall sofort gespürt. Aber zurück durch die Unterführung, wo man im Übrigen auch viel zu den Artenschutzprojekten lernen kann. Ganz toll fand ich da auch, dass der Zoo Artenschutzhunde finanziert, die dem Zoll dabei helfen, geschmuggelte Tiere ausfindig zu machen. Und wo wir gerade relativ Ungewöhnliches loben, ich finde es super, dass der Rundweg in Schönbrunn durch diese Pfoten markiert ist, denn so muss man nicht ständig auf die Karte gucken und weiß trotzdem, wo es lang geht, nämlich zum Vogelhaus. Das liegt gegenüber dieser Affeninseln, auf denen zum einen Katas leben und zum anderen Gibbons, die wir allerdings nur in ihrer Innenanlage gesehen haben. Außerdem leben hier einige Papageien in überschaubar großen Volieren. Besonders ins Auge gestochen ist dabei natürlich vor allen Dingen der große Palmkakadu. Die wahren Raritäten erwarten uns aber im Inneren des Vogelhauses, wo es zunächst einmal in die Savanne geht. Hier leben verschiedenste Vögel gemeinsam in einer großen, begehbaren Innenvoliere, deren Gestaltung mir wirklich sehr gut gefallen hat. Hier lebt unter anderem der Wiedehopf, der ja auch in unseren Gefilden zu finden ist. Blaunacken-Mausvögel gibt es im deutschsprachigen Raum immerhin noch 9-mal zu sehen. Die super niedlichen Kilimandscharo-Brillenvögel gibt es nur 6-mal zu sehen. Den Weißstirnspind ansonsten nur 2-mal in Deutschland. Und die beeindruckende Schmalschwanzwitwe gibt es im deutschsprachigen Raum sonst nirgendwo, nur 5-mal in Europa. Und damit sollte schon klar sein, dieses Vogelhaus sollte man nicht missen. Hinter der Savannenhalle liegt ein Zwischenraum, in dem unter anderem 2 Fingerfaultiere leben. Von hier aus sollte es eigentlich weitergehen in die Tropen. Die waren aber geschlossen, sodass wir nur von außen einen Blick hineinwerfen konnten, wobei wir immerhin eine Sonnenralle entdeckt haben. Hinter dem Vogelhaus liegen noch große historische Volieren, wo die größte Voliere, in der früher Greifvögel gelebt haben, mittlerweile begehbar ist und hier findet man nun die Waldrappen. Ein Stückchen weiter geht es dann in den Elefantenpark. Im Haus kann man den afrikanischen Elefanten zunächst einmal auf gleicher Höhe begegnen, sodass die Größe der Tiere auch sehr gut zur Geltung kommt. Ähnlich wie bei den Giraffen kann man aber auch eine Ebene höher gehen und von dort aus die Lauffläche der Elefanten überblicken. Von hier aus führt der Weg dann an der länglichen 4600 Quadratmeter großen Außenanlage vorbei, die am anderen Ende in einem Pool mündet. Zur Fertigstellung 1996 war das hier die modernste Elefantenanlage Europas. Unter anderem auch, weil man im Innengehege erstmals auf Kettenhaltung verzichten konnte. Noch weiter in die Historie zurück führt uns das Affenhaus. Dessen Geschichte beginnt vor den 1840er Jahren. In seiner jetzigen Form geht das Gebäude aber auf einen Umbau in den Jahren 1906 sowie 1930 zurück und erstrahlt nach der Revitalisierung im Jahr 2012 in neuem Glanz. Seitdem kann man hier in dieser herrlichen Kulisse durch Glasscheiben einige Kleinaffenarten beobachten. Für die ist das Platzangebot um einiges besser geeignet als für die Menschenaffen, die hier früher einst lebten. Alle Arten verfügen zudem auch über Außenanlagen, wobei klar angemerkt werden muss, dass Totenkopfäffchen anderswo in teils sogar begehbaren Anlagen natürlich deutlich mehr Platz bekommen. In einer sehr schön gestalteten Anlage, die mit zahlreichen Klettermöglichkeiten bespickt ist, leben zudem Bärenstummelaffen, tatsächlich vergesellschaftet mit Erdmännchen, die ich allerdings nicht vor die Kamera bekommen habe. Über Treppe oder Aufzug kommt man im Haus zudem auch auf die Galerie. Von hier aus hat man zunächst einen schönen Überblick über die Halle und hier befindet sich eine sehr sehenswerte Ausstellung, die Einblicke in die kulturgeschichtliche Beziehung zwischen Mensch und Affe gibt.
Dem Rundweg folgend geht es als nächstes dann zu den Humboldt-Pinguinen, die in einem sehr schön angelegten Gehege leben. Im Hintergrund seht ihr hier auch schon das Polarium, zu dem kommen wir aber erst später. Stattdessen folgen wir dem Weg in ein Waldgebiet. Hier finden wir unter anderem einige recht großzügige Anlagen, zum Beispiel für Wölfe oder Luchse, bevor wir schließlich beim Tiroler Hof auskommen. Das ist ein altes Bauernhaus, um das passenderweise einige Haustierarten gehalten werden. Das Innere des Hofes bietet dabei sogar eingerichtete Zimmer wie in einem Freilichtmuseum. Und hier gab es auch einige Jungvögel zu sehen, wobei dieses Küken wirklich wohl gerade erst aus dem Ei geschlüpft war. Der Weg aus dem Wald hinaus führt wahlweise über einen Baumkronenpfad, von dem man auch einen sehr schönen Ausblick auf Wien hat. Schließlich kommt man oberhalb der Gemeinschaftsanlage für Mähnenspringer und Berberaffen an, die in Wien bereits seit 1995 eine Wohngemeinschaft bilden. Diese neue Anlage stammt aber erst aus dem Jahr 2021, ist 1130 Quadratmeter groß und bietet den Tieren eine Felslandschaft, die dem nordafrikanischen Atlasgebirge nachempfunden wurde. Normalerweise würde es jetzt in das Regenwaldhaus gehen, das war bei unserem Besuch allerdings leider geschlossen und auch das dicht bewachsene Gehege der Brillenbären war bei unserem Besuch unbesetzt. Somit geht es jetzt direkt zurück zum Polarium, wobei wir die arktischen Pinguine erstmal außen vor lassen, um uns stattdessen wie Kinder am Anblick der tauchenden Mähnenrobben zu erfreuen. Auf den ersten Blick leben die hier auf einer standardmäßigen Anlage, die zwar ganz schön gestaltet ist, aber durchaus größer sein könnte. Und das ist sie tatsächlich auch, denn hinten gibt es noch einen zweiten Anlagenteil. Und das Besondere ist, dass diese beiden Areale unter diesen Scheiben hier verbunden sind, wo die Seelöwen also unter einem durchtauchen. Und das ist wirklich eine sehr coole Idee. Und wo es gerade schon so cool ist und wir bei tollen Übergängen sind, wenden wir uns jetzt den Eisbären zu. Die leben im sogenannten Franz-Josef-Land, einer 2014 eröffneten Anlage. Die bietet den Tieren auf 1700 Quadratmetern mit Fels- und Geröllflächen, Wasserfällen und Bächen eine abwechslungsreiche Landschaft. Die Wasserfläche beträgt 450 Quadratmeter, das große Tauchbecken ist 5 Meter tief. Insgesamt fassen die Schwimm- und Tauchbecken 630 Liter Wasser, zwei Drittel davon sind mit Salzwasser gefüllt. Diese Fakten habe ich euch jetzt übrigens einfach von der Webseite des Zoos vorgelesen. Und davon, dass man so transparent mit diesen Daten umgeht, könnten sich andere Zoos in meinen Augen gerne mal eine Scheibe abschneiden. Aus meiner Sicht ist die Anlage in der Tat sehr gut aufgemacht und strukturiert, aber größer könnten die beiden Gehege schon sein. Das gilt auch für das größere, aber natürlich nochmal mehr für das kleinere der beiden Gehege. Das Besuchererlebnis ist hier auf der anderen Seite aber wirklich phänomenal gelungen. Es gibt schon drumherum wirklich schöne Einsichtmöglichkeiten, gerade auch halt die Plattform, von der man die größere Anlage überblicken kann. Aber dann kommt man in diesen Tunnel, der zwischen den beiden Gehegen verläuft und hier hat man wirklich großartige Einsichten auf die Anlagen, sodass man eben mit etwas Glück ein ganz besonderes Tiererlebnis haben kann. Außerdem gibt es hier wunderbar aufbereitete Fakten rund um die Eisbären und ihren Lebensraum, plus zur Historie der Haltung hier in Schönbrunn. Und der Tunnel führt dann in diesen wunderbar aufgemachten Polardom. Hier bekommt man weitere toll aufbereitete Informationen geboten, die teilweise auch interaktiv vermittelt werden. Und wenn man den spiralförmigen Weg nach oben geht, kommt man schließlich zu den arktischen Pinguinen, die ich zuvor übergangen habe. Genauer gesagt leben hier die stattlichen Königspinguine gemeinsam mit den nördlichen Felsenpinguinen, die sich, wie man hier sehen kann, offenbar sehr gut verstehen und vertragen. Die großen Glasscheiben bieten, wie ihr schon sehen könnt, auch eine Unterwasseransicht, sodass man die Tiere auch beim Tauchen bestaunen kann. Aus dieser Perspektive heraus fand ich das Gehege zunächst ziemlich klein, doch auf der anderen Seite gibt es eine weitere Einsicht, die dann doch deutlich macht, dass die Pinguine hier wesentlich mehr Platz haben, als es zunächst den Anschein erweckt. Und das Erlebnis fand ich hier sogar doch noch einmal spannender, weil es hier sich so ein bisschen so anfühlt, als würde man mitten in einer Pinguinkolonie stehen, weil die Pinguine eben zu drei Seiten um einen herum sind.
Der Bereich links war allerdings abgetrennt für zwei Elterntiere und ihr Jungtier. Und dass man eine solche Abtrennung im Interesse der Gruppenharmonie im Zweifel so einfach durchführen kann, ist super wichtig, findet aber in vielen anderen Zoos dann im Zweifel hinter den Kulissen statt. Dort geht es für uns jetzt nicht hin, stattdessen führt der Weg an den Pelikanen vorbei, entlang der sehr schönen Gebirgsanlage für Himalaya-Tar. Tare? Tars? Was ist hier der richtige Plural? Naja, auf jeden Fall kommen wir als nächstes zum Nashornpark, einer sehr schönen, großen Anlage für Panzernashörner. Hier hat man wieder tolle Einsichtmöglichkeiten, zunächst über einen Wassergraben, aber dann auch von einer Aussichtsplattform, die in das Gehege hineinragt. Das ist wirklich toll angelegt. Auch das Haus der Nashörner ist durch Glasscheiben einsehbar und ihr seht schon, die Tiere haben auch hier viel Platz zur Verfügung. Das ist zum Glück alles andere als zwei kleine Nashornboxen. Denn ja, Panzernashörner muss man trennen, das werdet ihr so auch in anderen Zoos sehen. Leider ist eines der beiden Außengehege gerade ein wenig kleiner, weil dort eine Baustelle ist. Aber normalerweise wird hier für beide Tiere eine wirklich große Fläche zur Verfügung gestellt. Und ihr habt vielleicht schon gesehen, die Panzernashörner haben auch noch weitere Mitbewohner. Und die können die Gesamtfläche der Anlage nutzen. Das ist konzeptional natürlich dann auch hervorragend. Darüber hinaus gibt es in diesem Teil des Zoos noch einige weitere Huftieranlagen und das Insektarium. Das ist auch sehr schön aufgemacht, zeigt ausgewählte Tiere, erschlägt euch nicht mit einer riesigen Sammlung und ich fand hier vor allen Dingen die Gottesanbeterinnen sehr spannend. Das Südamerika-Haus war leider nicht betretbar, den Ameisenbären konnten wir von außen aber trotzdem sehen und somit geht es gleich an den Präriehunden vorbei in einen weiteren Haustierbereich, in dem auch der größte Spielplatz des Zoos liegt, wo sich Kinder dann mal so richtig austoben können. Leider sind wir aber schon erwachsen und somit ging es für uns schnell weiter an der großen Südamerika-Anlage vorbei in Richtung Raubtierbereich. Amur, Leopard und Tiger leben hier in sehr schön grünen, übernetzten Anlagen, die man entweder durch Glasscheiben einsehen kann oder durch sehr grobmaschige Gitter, die somit auch einen guten Blick auf die Tiere zulassen. Und vor allen Dingen gefällt mir hier, dass hier so viel Efeu wächst und es allgemein einfach so grün ist, dass das wirklich, wie ihr sehen könnt, einfach auch ein sehr schönes Drumherum um die Tiere bildet. Für die Videoaufnahmen fast schon wie so ein Rahmen. Ich muss allerdings sagen, dass eine der beiden Amur-Tiger-Anlagen mir doch eine ganze Ecke zu klein ist. Ich hoffe aber mal, dass die beiden Tiger die Anlagen eben immer wieder tauschen. Erst kürzlich komplett neu gestaltet wurde die Löwenanlage, die nun tatsächlich mal ein gutes Beispiel dafür ist, dass man mit dem richtigen Aufbau und der richtigen Struktur auch aus einer gar nicht so riesigen Anlage einen tollen Lebensraum für die Tiere schaffen kann. Man kann sich hier aber auch ein gutes Bild davon machen, wie Raubkatzen früher einmal gehalten wurden. Und weitere alte Käfige wurden nach hinten aufgebrochen und sind nun Teil der großen Freianlage der Tiger. Als nächstes geht es dann zu den Flusspferden, die hier auch auf einer sehr schönen Anlage leben. Und wir hatten ja das Glück, die Flusspferde schon zu Beginn unseres Besuchs bei einer ausgiebigen Mahlzeit zu beobachten. Auch das Haus der Flusspferde kann man besuchen. Allgemein ist es sehr schön, dass man in Wien wirklich in sehr viele Tierhäuser rein kann, auch wenn bei unserem Besuch einige eben geschlossen waren, wie übrigens auch das Raubtierhaus. Und damit sind wir jetzt wieder im ikonischsten Teil des Zoos angelangt, denn der Rundweg führt jetzt rund um den Kaiserpavillon aus dem Jahr 1759, der sicherlich immer noch das bekannteste Gebäude im Zoo ist. In den Gehegen, die von hier aus strahlenförmig abgehen, findet ihr Geparden, bei denen es nicht mehr ganz so junge Vierlinge zu sehen gab, sowie Zebras und Antilopen, Flamingos, Moorgazellen, Strauße und schließlich Nialas. Hier könnte man eventuell noch über weitere Zusammenführungen und Vergesellschaftungen nachdenken, wie das eben bei den Zebras und den Antilopen schon der Fall ist.
Auch so gefallen mir die Gehege aber schon sehr gut und vor allen Dingen finde ich es sehr charmant und clever, wie hier alte Tore in Einsichtfenster umgebaut wurden. Das bietet einfach einen tollen Blick auf die Tiere und ihr Gehege. Und damit geht es Richtung Ausgang, aber wir sind noch nicht ganz durch, denn zum Abschluss sieht der Rundgang noch einen Abstecher in das Aquarien- und Terrarienhaus vor. Das bietet genau das, was man erwarten würde. Einige Aquarien mit Fischen und einige Terrarien mit Reptilien, birgt aber auch ein paar Überraschungen, wie etwa auch die Schmetterlinge. Direkt beim Eingang erwartet euch ein Beulenkrokodil, nicht die gängigste Krokodilart, die man finden könnte. Mein Highlight war aber dieser Unterwassertunnel, der die sowieso schon beeindruckenden Arapaimas hier ganz besonders zur Geltung kommen lässt. Und damit sind wir durch und da ich bis auf einige Kleinigkeiten nichts ausgelassen habe, habt ihr somit schon gemerkt, dass der Tiergarten Schönbrunn so einiges zu bieten hat. Einen spannenden, breiten Tierbestand und eine wunderschöne Parkanlage, die natürlich stark davon profitiert, dass der Zoo schon auf eine so reichhaltige Historie zurückblicken kann. Und die wird auf zahlreichen Schildern auch aufbereitet und präsentiert, was ich wirklich sehr, sehr interessant fand. Aber vorrangig zeichnet sich der Tiergarten Schönbrunn vor allen Dingen eben dadurch aus, dass er seine reichliche Historie sehr gut mit moderner Tierhaltung verbindet. Und das macht ihn halt definitiv zu einem der besten Zoos in Europa und damit ja letztlich auch der ganzen Welt. Als Wiener kann man also wirklich stolz auf diesen Zoo sein. Als Urlauber sollte man ihn auch mit auf seine To-Do-Liste nehmen. Denn Wien ist reich an Sehenswürdigkeiten, aber der Tiergarten Schönbrunn ist definitiv eine davon. Und als Zoo-Fan sollte man den Zoo wohl alleine schon deshalb besuchen, weil es der älteste noch bestehende Zoo der Welt ist. Dass er dann auch noch immer noch so gut ist, unterstreicht nur noch einmal, dass man ihn definitiv gesehen haben sollte. Für Touristen ist es zudem auch noch sehr gut damit zu verknüpfen, sich das Schloss Schönbrunn anzuschauen. Außerdem liegen außerhalb des Zoos noch das große Palmhaus und das Wüstenhaus, die wir leider aus Zeitgründen nicht besuchen konnten. Was wir aber besucht haben, ist das Haus des Meeres, eine sehr coole Einrichtung, die auf jeden Fall auch besuchenswert ist. Das Video dazu findet ihr, wenn ihr auf die Infokarte klickt. Lasst mich vorher aber gerne noch in den Kommentaren wissen, was euer Eindruck vom Tiergarten Schönbrunn in Wien ist. Das interessiert mich natürlich wie immer sehr. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr auf Abonnieren klickt, falls ihr es nicht sowieso schon getan habt. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, auch über die Grenzen von Deutschland hinaus noch mehr Zoos zu besuchen, dann schaut vorbei auf patreon.com/zooerlebnis. Dort bekommt ihr viele coole Bonusinhalte schon für kleines Geld und somit helft ihr uns dann eben auch, euch möglichst viele Zoos zeigen zu können. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ganz besonderen Dank an unsere Top-Patreon-Unterstützer, die ihr hier eingeblendet seht. Das war's von mir für heute, aber wir sehen uns schon bald wieder. Macht's gut, bis dann, euer Martin.